vielen Dank für die Begrüßung und für die Vorstellung. Auch von mir nochmal hallo und herzlich willkommen zur heutigen Coffee Lecture zu dem Thema digitale Schlagzeiten. E-Zeitung als wertvolle Quelle für wissenschaftliche Arbeit. Möchte man Zeitung für die wissenschaftliche Arbeit nutzen, denkt man auch im ersten Augenblick an die gedruckte Ausgabe. Da gibt es schon noch Vorteile. Einmal ist es das Original-Layout, was halt auch wesentlich einfacher zu zitieren ist in den meisten Fällen. Aber wenn man sich wirklich wissenschaftlich damit auseinandersetzen möchte und bestimmte Informationen aus den Zeitungen rauslesen möchte, dann ist das mit einer sehr, sehr intensiven Lesearbeit verbunden. Gerade einfach wegen dem Format und dass man die Zeitung nicht einfach so durchsuchen kann. Die Weiterverarbeitung ist schwierig. Denkt man jetzt zum Beispiel an die historische Forschung, kann es auch sein, dass man gar keinen Zugriff auf die alten Ausgaben hat, weil die wegen dem Material einfach nicht herausgegeben werden. Genau. Um dem Abhilfe zu schaffen, gibt es das Angebot von digitalen Zeitungen. Das reicht von allgemeinen Nachrichtenwebseiten zu Datenbanken, in denen halt Zeitungen ausgewertet werden. Wie man auch in dieser schönen Grafik erkennen kann, die Relevanz und Effizienz der jeweiligen Quelle oder des jeweiligen Mediums steigt, je mehr man sich halt auch damit beschäftigen möchte. Deswegen, genau, die Datengrundlage ist dann auch besser. Dann stelle ich euch das Angebot mal ganz kurz vor. An allererster Stelle Nachrichtenwebseiten. Die sind für die wissenschaftliche Recherche eigentlich weniger geeignet. Sie dienen so für einen ersten Einstieg, um zu gucken, worum geht es eigentlich in der Zeitung, was wird eigentlich angeboten. Meistens findet man dort auch aktuelle Nachrichten. Was man aber einwenden muss, ist, die sind nicht identisch mit der Druckausgabe. Es ist schwieriger, die Artikel zu zitieren. Deswegen an dieser Stelle immer entweder Screenshots machen oder ausdrucken und immer auch aufschreiben, wann man zuletzt auf die Quelle zugegriffen hat. Was man auch einwenden muss, ist, dass meistens nicht alle Artikel frei verfügbar sind. Entweder muss man sich kostenlos registrieren oder man muss ein Abo der Zeitschrift haben. Man kennt es ja bei Inhalten von Webseiten, die Langzeitverfügbarkeit ist hierbei auch fragwürdig. Ich habe jetzt, keine Ahnung, letztes Jahr einen Artikel aufgerufen, der kann in diesem Jahr schon gar nicht mehr verfügbar sein. Hier ist ein Screenshot von der Gießener Allgemeinen. Effizienter in der Nutzung sind Datenbank einer Zeitung oder eines Zeitungsverlags. Im Angebot der UB ist da einmal das FAZ-Bibliotheksportal, was man hier jetzt im Screenshot gut erkennen kann, und das SZ-LibraryNet. Wie man auch im Screenshot gut erkennen kann, die Vorteile einfach, es ist durchsuchbar nach Stichwörtern oder Schlagwörtern. Es gibt vielfältige zeitungsrelevante Filtermöglichkeiten wie Artikeltypen, Ressorts, Themen, aber auch ein Einstieg nach Erscheinungsdatum, also Veröffentlichungsdatum, ist möglich. Häufig gibt es dort auch das Layout der Originalausgabe, also der Druckausgabe, wie man hier auch schön erkennen kann. Kann man sich auch so ein bisschen durchblättern, wenn man das möchte. Wenn man einfach nur mal schauen will, was gibt es eigentlich. Großer Nachteil dabei ist jedoch, es ist jeweils nur eine Quelle gleichzeitig durchsuchbar. Also bei dem FAZ-Bibliotheksportal nur das Angebot der FAZ und beim SZ-Library nur die Süddeutsche Zeitung. Genau. Auf der nächsten Folie sehen Sie nochmal Screenshots vom SZ-LibraryNet. Wie ich auch eben meinte, also links gibt es einmal die reguläre Suche, was ich auch meinte mit den verschiedenen Suchmöglichkeiten, und den Screenshot weiter unten rechts. Da sehen Sie einfach nur mal, wie die Anzeige des Original-Layouts in SZ-LibraryNet ist. Genau. Hier kann man sich dann auch durch die verschiedenen Jahre durchklicken. Eine weitere Steigerung sind dann übergeordnete Datenbanken, die Zeitungen auswerten. Beispiele hierfür sind einmal WISO Wirtschaftspraxis von dem Anbieter Genius. Das ist mehr so für deutschsprachige Quellen nützlich und Nexus Uni von NexisLexis für internationale Quellen. Vorteile hier sind eigentlich genau dieselben wie eben bei der Datenbank für Zeitungen oder von einem Zeitungsverlag ist es durchsuchbar. Es gibt hier eine Reihe von Filtermöglichkeiten. Auch hier wird häufig das Originallayout angezeigt, nicht nur für die Ausgabe, sondern auch für einzelne Artikel. Und der große Vorteil zu den Datenbanken vorher ist einfach, man kann entweder eine Ressource oder eine Quelle durchsuchen,
mehrere, also mindestens zwei, oder alle Quellen, die in der Datenbank vorhanden sind. Dafür bieten diese Datenbanken eine Quellenliste an, wo man die Quelle dann vorher auswählen kann und dann halt wirklich die Suche in der jeweiligen Quelle starten kann. Auch hier kann man eine Quelle auswählen, wenn man das möchte, und auf der rechten Seite einfach nochmal gezeigt, wie die Quellenauswahl in Nexus Uni aussieht. Man kann nach der jeweiligen Quelle suchen, sich anzeigen lassen, was gibt es eigentlich, also von welchem Jahrgang wird es nachgewiesen, wo finde ich das Angebot eigentlich? Ganz normal über unseren Bibliothekskatalog, also Just Find, einfach in den Suchschlitz eingeben oder halt in unserem Datenbank-Infosystem, also DBIS. In der Fachübersicht gibt es eine Sammlung Zeitungen, dort sind die wir im Katalog nachweisen, eigentlich auch alle zu finden. Und oben gibt es dann so eine kleine Auswahl von den wichtigsten Datenbanken, wo dann auch Nexus Uni zum Beispiel zu finden wäre. Zum Abschluss noch allgemein Hinweise zur Nutzung von E-Medien, dass Sie immer dann auch die Nutzungsbedingungen und das Urheberrecht dabei beachten sollten. Und natürlich, wenn Sie von außerhalb des Campusnetzes auf die Quelle zugreifen wollen, dass Sie sich am besten über den EZ-Proxy anmelden. Ja. Damit wären wir schon am Ende. Erst einmal vielen Dank für Ihr Interesse. Fragen würde ich dann nach der Aufnahme beantworten. Falls noch Fragen auftauchen sollen, können Sie sich natürlich auch an unsere Datenbank-E-Mail-Adresse wenden. Ja, vielen Dank. Im Angebot der UB Gießen gibt es also für Datenbanken einer Zeitung auf alle Fälle das FAZ-Biblionet und die Süddeutsche Zeitung. Beim FAZ-Biblionet wird nicht nur die gedruckte Ausgabe nachgewiesen, sondern auch zum Beispiel FAZ.net und andere Ressourcen vom FAZ-Verlag. Und beim SZ-LibraryNet halt auch die verschiedenen Ressourcen und auch verschiedene Ausgaben. Nicht nur die deutsche Ausgabe, also die komplette deutsche Ausgabe, sondern auch Regionalausgaben. Dafür haben wir, also es gibt wahrscheinlich Datenbanken oder verlagseigene Datenbanken von der Neuen Zürcher Zeitung, dafür haben wir aber keine Lizenz. Was wir aber haben, ist einmal diese übergeordneten Datenbanken, wie zum Beispiel Nexus Uni oder WISO, Wirtschaftspraxis, wo diese Ressource oder die Quelle halt auch nachgewiesen sind, wo man dann auch darin dann recherchieren kann. Ich hatte ja eben gesagt, dass es in DBIS eine Fachübersicht gibt. Und ganz, ganz unten gibt es die Sammlung Zeitungen. Und das sind eigentlich alle Nachweise von allen Zeitungsdatenbanken, die wir gerade lizenziert haben oder die zum Teil auch frei verfügbar sind und uns im Katalog auszufinden sind. Es kommt halt auch immer darauf an, wie die Verträge mit den einzelnen Zeitungsverlagen sind, was gerade die beiden Datenbanken angeht, die übergeordnet sind. Es gibt eine Quellenliste, wo man sich alle Quellen, die halt in WISO enthalten sind, anzeigen lassen kann. Man kann hier dann auch noch nach Presse einschränken. Und hier kann man sich dann noch über das ist so ein kleines I davor, nochmal Informationen anzeigen lassen, was denn eigentlich alles enthalten ist, was es jetzt endlich ist. Und ganz unten gibt es da den Hinweis, wie denn der Bestand wird und wie häufig das Ganze aktualisiert wird. So sieht es aus, täglich, es müsste eigentlich dann wirklich täglich neu reinkommen. Da muss man sich halt immer dann auch in der Datenbank nochmal nachschauen, wie sind denn die Informationen zu dem einzelnen Titel. Genau. Wir haben oben im ersten Stock eine Information, eine Reihe an gedruckten Zeitungen vorliegen. Davon haben wir auf alle Fälle auch die Informationen gesammelt, wie diese elektronisch verfügbar sind, falls eine Ausgabe gerade gelesen wird. Genau. Sie können dann halt auch immer entweder sich an uns wenden oder an die Informationen im ersten Stock. Genau.